Jenny, ich glaube, die zweite Flasche, die machen wir auch mal ganz schnell platt hier. Ne? Mhm. Bitte. Upp. Dankeschön. Wieso hast du eigentlich Schaumwein bestellt, Bernd? Prost. Prost. Eigentlich trinkst du doch viel lieber ein kühles Bier, oder? Wie kommst du denn da drauf? Ich lese in dir wie in einem offenen Buch, Bernie. Dieser Anzug zum Beispiel. Wirklich wohl fühlt sich darin nicht, oder? Ja, Schwein. Du musst mir überhaupt nichts beweisen, Bernie. Du gefällst mir auch so ganz gut. Jenny, ich meine, ich könnte doch praktisch dein Vater sein. Du schämst dich doch nicht etwa für mich, oder? Quatsch. Du bist umwerfende Frau. Nein, aber die Kollegen, die erzählen mir das immer, wenn ich mal mit einer jungen Frau rausgehe. Naja, weißt du, also ich finde, Männer sind wie so ein guter Wein. Die werden einfach mit der Zeit reifer und vollmundiger. Verstehst du? Ja. Sag mal, was würdest du eigentlich davon halten, den Abend lieber bei mir ausklingen zu lassen? Ich finde es hier drin irgendwie so unerträglich heiß. Heiß? Ja, also mir wird's auch heiß. Ich geh mal eben schnell bezahlen. Mhm. Ich bin gleich wieder da. Antonella, kann ich mal eben sagen? Ach, Bernie, deine Mädels, die werden auch immer jünger. Ja, ja. Hey, du bist doch jetzt nicht sauer. Ich meine, weil es damals bei uns nicht ganz hingehauen hat, oder? Ich doch nicht. Wir haben doch alles geklärt. Oder etwa nicht? Doch, haben wir. Also, finde ich auch. Stimmt so. Danke. Du bist aber großzügig. Hast du ein schlechtes Gewissen? Quatsch, Ed. Du machst mir doch jetzt keine Szene, oder? Nee, nee. Viel Spaß wünsche ich dir noch. Heute Nacht. Ja, werde ich haben. Hier wohnst du also? Was, du redest mir einfach viel zu viel. Oh, schön hier. Ja, es wird doch gleich noch viel schöner. Wie? Wenn du willst, dann kannst du dich schon mal freimachen hier. Hm? Ja, ich... Also, du gehst aber ran, also... aber gefällt mir. Also ich weiß nicht, wann mich das letzte Mal eine Frau so nervös gemacht hat. Ach, wirklich? Du, ich habe auch noch eine kleine Überraschung für dich. Oh. Ja, das ist eine schöne Überraschung. Ja, aber ich habe auch noch eine. Echt? Was denn? Mhm. Ah! Sag mal, was soll das? Wegen Kollegen wie dir haben wir Beamte so einen schlechten Ruf. Du pennst hier, der kommt gar nicht erst zur Arbeit. Super. Ich habe überhaupt nicht geschlafen. Ich bin kurz eingenickt. Ich war gestern bei meinem Kumpel Daniel, der ist umgezogen. Der hat voll beschissen gepackt und musste unbedingt aus der Wohnung raus. Ich weiß, um 4 zu Hause. Hey, komm, erzähl mir doch nicht. Das ist immer eine andere Ausrede. Was mit Bernie? War der auch dabei oder warum ist der nicht hier? Nee, der konnte angeblich nicht. Der hatte ein Date. Wahrscheinlich ist er immer noch bei dem Mädel und lässt sich gerade Frühstück ins Bett bringen. Ruf den doch mal an. Oh. Na, endlich wach? Hm? Oh, meine Schädel. Oh. Was willst du von mir? Du weißt wirklich nicht, wer ich bin. Was willst du von mir? Was? Wie sagt man so schön, Bernie? Rache ist süß? Hm? Was hast du damit vor? Weißt du, wo ich die gleich hinbringe? Erzähl mal, was ist denn das für eine Perle? Was, Namen, Adresse, Telefonnummer, irgendwas? Keine Ahnung, Benny hat diesmal auf geheimnisvoll gemacht. Der wollte nichts verraten. So, kennst du ihn doch manchmal. Ja, nee, aber komm, eure Eroberung. Da prahlt ihr doch immer untereinander mit rum. Da weiß doch jeder alles vom anderen. Ja, normalerweise macht er das ja auch, aber diesmal nicht. Keine Ahnung, vielleicht war das noch nicht in trockenen Tüchern. Oder er hat sich einfach gedrückt vor dem Umzug.
ist unmöglich. Da ist er doch. Ja, das ist die Nummer von Bernies Mama. Da wird der Bernie hängen geblieben sein. Hi, Bernie. Ach, Rosi. Nee, der ist nicht hier. Ach so, wann wollte der bei dir sein? Oh, das ist aber ein Anschluss fällig, oder? Ja, pass auf, ich mach das so. Sobald der hier ist, meldet der sich bei dir. Da sorge ich für, okay? Ja, tschüss. Was gibt's? Jetzt wird's langsam komisch. Also, Bernie hatte seiner Mama versprochen, heute Morgen zu ihr zu kommen, mit ihr einkaufen zu gehen. Aber der ist da nicht aufgekreuzt. Ja, und danach wollte er hier hinkommen. Weil wir haben eigentlich einen Termin beim Staatsanwalt. Und in sowas ist Bernie dann doch immer zuverlässig, oder? Jetzt mache ich mir langsam Sorgen. Du hast keine Ahnung, wer das ist, oder? Hm? Keine Ahnung. Wir haben jetzt gleich 9, ne? Ja. Wir warten jetzt noch bis 9:30 und wenn er dann nicht da ist und wir keine Nachricht haben, dann leiern wir alles an, okay? Ja, machen wir. Ja, hier ist Bernie gestern das letzte Mal geortet worden. Ja. 1943. Er muss aber seiner Mutter gewesen sein. Die wohnt doch hier. Lass uns mit ihr direkt mal sprechen. Vielleicht fällt ihr ja doch noch was ein. Das gibt's ja nicht. Warum ist denn das Handy abgeschaltet? Ja. Seid ihr ja. Habt ihr schon was von Bernie gehört? Nee, leider nicht. Aber er war gestern Abend hier noch bei dir, oder? Ja, aber nur ganz kurz, so gegen 8, wollte sofort wieder weg. War zum Essen verabredet. Mhm. Hat mir nicht erzählt, mit wem. Kommt doch aber einfach mal rein. Mhm, danke. Hier geht's lang. Ja. Guten Tag, wer sind Sie denn? Ach so, das ist Jenny. Sie ist in der Nachbarschaft eingezogen. Wir haben uns an der Bushaltestelle kennengelernt und prompt super verstanden. Und jetzt kommt sie ab und zu zum Tratschen. Muss doch mal sein, ne? Sie ist einfach ein Engel. Und kommt hier lang. Sag mal, was ist denn jetzt eigentlich mit deinem Sohn, Rosi? Wissen Sie, sie ist ganz krank vor Sorgen um ihn. Ja. Haben Sie ihn denn gestern Abend auch noch gesehen? Nein, Jenny war doch gestern gar nicht da. Ja, ich müsste jetzt auch eigentlich relativ schnell weg, weil bei mir kommen heute die Handwerker und die machen mein Bad. Und ich habe keine Lust, dass die mir irgendwas kaputt machen oder so. Mach's gut, Susi. Wir sehen uns die Tage, ja? Mhm. Wiedersehen, schönen Tag noch. Wiedersehen, tschüss. Wo Bernie gestern Abend hingegangen sein könnte. Wo trifft er sich denn mit Frauen? Ja, also sein Lieblingslokal ist die Trattoria da Vincenzo in der Moltestraße. Wir sollten dringend mit den Angestellten reden. Ja, findet meinen Bernie. Herr Kuhn war also wirklich gestern bei Ihnen im Lokal. Haben Sie denn irgendeine Idee, wo er jetzt sein könnte? Ach, der wird doch noch gemütlich frühstücken im Bett. Mit einer jungen Frau. Jetzt hör endlich auf zu maulen, sonst hole ich meinen Elektroschocker noch mal. Jenny, werd doch vernünftig. Ey, mach dich doch nicht unglücklich. Unglücklich? Benny, ich bin im Moment der glücklichste Mensch auf der Welt. Weißt du? Alles läuft nach Plan. Und um Punkt 22 Uhr geht die Ladung hoch. Und deine Kollegen, ja, die tappen im Dunkeln. Keine Ahnung, wie die heißt. Noch nie gesehen. Mit der hat er jedenfalls einen Abend verbracht. Mhm. Und wie sah die aus? Na, wie schon. Blond, jung, Doppel-D. Wie sonst? Bernie stand schon immer auf Frauen mit versteckten Talenten. Sie kennen Bernie näher? Merkt man das? Naja, wir waren mal zusammen.
Aber nicht lang. Hm. Lassen Sie mich raten. Eine Woche? Anderthalb, wenn's hochkommt. Mensch, da fällt mir was ein. Die Überwachungskameras. Wissen Sie, bei uns wurde damals eingebrochen. Und seitdem haben wir uns die installiert. Da müssen die doch drauf sein. Ja, das ist ja, also ich komme direkt mit und schaue mir die Bilder an. Und wenn Herr Kuhn da drauf ist, dann werden die sofort sichergestellt. Kommen Sie bitte. Ja, danke.